wie attraktiv glaubst du, ist der Mann, der zu der Stimme gehört? Würde ich jetzt eher so eine 2 bis 3 geben. Dann würde ich eine 4 minus geben, leider. Es muss schon eine gewisse Attraktivität, was Erotisches in der Stimme für mich mitschwingen. Das ist bestimmt blond. Sie hören die Haarfarbe. Ich höre die Haarfarbe. Das glauben wir zwar nicht, aber wir wollten wissen, kann Frau an der Stimme erkennen, wie attraktiv sie einen Mann findet? Und? Ich fand die Stimme nicht ganz so sympathisch, deshalb eher eine 6 oder eher eine 4. Ob das auch für den dazugehörenden Mann gilt? Um das herauszufinden, haben wir 5 Männer gecastet. Thorsten, Guido, Yannick, Niklas und Tom. Alle 5 haben wir zu einem Fotoshooting eingeladen. Und dann ins WDR-Tonstudio. Für eine kleine Stimmprobe. Ja, guten Tag. Ich würde bei Ihnen gern eine Pizza bestellen. Und zwar 2-mal eine große Napoli. Eine Flasche Rotwein, ein Chianti, wenn Sie haben. Und einen kleinen Salat. Wie lange wird das denn etwa dauern? Vielen Dank. Dann bis gleich. Leider gab es dann keine Pizza für die Jungs. Stattdessen haben wir den Bonner Marktplatz mit ihren Bildern geschmückt. Denn um herauszufinden, ob Frauen erhören können, wen sie optisch attraktiv finden, sollen sie erstmal die Fotos der Jungs bewerten. Wie beurteilen Sie denn die Attraktivität von unserem ersten Herrn? Auf einer Skala von 1 bis 6. 1 ist sehr gut wie in der Schule, 6 ist setzen schlecht. 5. Also gehen wir rüber zum zweiten Mann. 6. Und Mann Nummer 3? 4. Okay, was gefällt Ihnen denn an dem nicht? Weiß nicht, die langen Haare, ich finde den Bart ein bisschen ungepflegt. Niklas gefällt ihr ganz gut und bekommt eine 2, Guido eine 2-. Ob sie die optischen Bewertungen auch erhören kann? Also verrät die Stimme die Attraktivität? Jetzt sollen die Damen sagen, ausgehend von der Stimme, wie attraktiv sie glauben, dass sie diesen Mann finden. Natürlich weiß keiner, welche Stimme zu welchem Mann gehört. Wir starten mit Yannick. Ihn hat er sie optisch mit einer 4 bewertet. Und wie bewertet sie ihn von der Stimme her? Ja, guten Tag. Ich würde bei Ihnen gerne eine Pizza bestellen. Und zwar einmal eine große Pizza Napoli. Und wie attraktiv? 3 bis 4. Ich fand nicht, dass er eine unangenehme Stimme hatte, aber auch keine, die mich abgeholt hätte. Das deckt sich ja schon mal mit ihrem optischen Eindruck. Schon so eine 2. Und der nächste Kandidat kann stimmlich punkten. Ja, hallo, guten Tag. Ich würde gerne bei Ihnen eine Pizza bestellen. Und zwar 2-mal eine große Napoli, eine Flasche Rotwein, wenn es möglich ist, ein Chianti. Und wie attraktiv? Ziemlich. Also 1 oder 2? 2. Ich glaube dann auch eine 2. Oberer 2-Bereich, so 2+. Und Niklas? Optisch hatte diese Probandin ihn mit einer 3 bewertet. Ja, guten Tag. Ich würde bei Ihnen gerne eine Pizza bestellen. Und zwar 1-mal eine große Pizza Napoli, eine Flasche Rotwein, ein Chianti. Eine 4. Nicht so eine 4. Für mich klang die Stimme jetzt nicht anziehend. Der ist mir ganz unsympathisch. Also der machen Sie eine 6. Ja. Kommen wir zur Auflösung. Gehörte die am besten benotete Stimme auch dem am besten benoteten Mann? Verriet die Stimme also, wie attraktiv Sie den Mann finden? Das ist also derjenige, der Ihnen von der Stimme am besten gefällt. Ja. Okay. Dann gucken wir doch mal, welcher Mann dazu gehört. Das ist Ihr Favorit. Ja. Superlativ. Mann Nummer 3 gehörte genau die Stimme, die Sie jetzt gerade am attraktivsten. Habe ich auch direkt auf den Typen geguckt und habe gedacht, dass der das ist. Also hat das doch was miteinander zu tun. Studien zeigen, dass die Stimme relativ gut Größe und Alter eines Menschen verrät. Das wiederum beeinflusst, wie attraktiv wir jemanden finden. Und es gibt noch weitere Faktoren, sagt Stimmforscher Professor Schuller. Jemand, der attraktiv ist, strahlt wahrscheinlich einfach Selbstsicherheit aus und das hört man auch. Das heißt, es geht nicht nur um den Klang der Stimme, sondern ja auch darum, was ich sage, wie ich es sage. Und bei diesen Beispielen fällt zum Beispiel auf, dass natürlich eine verschiedene Zahl von Interjektionen da ist. Das heißt, jemand zögert und sagt nochmal, kann ich eine Pizza bestellen? Ein Sprecher hat sich am Anfang geräuspert und auch da könnte man jetzt wieder schlussfolgern, jemand, der attraktiv ist, ist sich dessen bewusst, muss wahrscheinlich weniger M machen oder
weniger Räuspern am Anfang. Unser Testergebnis bestätigt seine Vermutung. 6 von 20 Frauen gefiel die Stimme von dem Mann am besten, der ihnen auch optisch am besten gefiel. Für weitere 10 Frauen gehörte die schönste Stimme wenigstens dem für sie zweitattraktivsten Mann oder die zweitschönste Stimme dem attraktivsten Mann. Nur 4 lagen völlig daneben. Muss ich Sie leider enttäuschen, weil Stimme B gehörte dem Mann, der Ihnen am wenigsten zusagte vom optischen her, nämlich diesem Herrn. Ah, okay. Aber hat eine schöne Stimme. Ja. Macht das den Mann für Sie attraktiver? Ja. Ja, ja, ne? Ja. Weil es ihn sympathischer macht, dadurch automatisch. Das war ja sehr interessant. Das war total interessant. Da gibt es doch bestimmt noch mehr zu dem Thema, oder? Da gibt es bestimmt noch mehr zu. Wenn nicht sogar hier. Wenn nicht sogar hier. Und wenn nicht sogar hier im ganzen Kanal. Wahnsinn. Und dann noch die Glocke drücken, damit ihr auch immer erfahrt, falls es was Neues gibt.